alles bereit für diesen dritten Spieltag hier in Heidelberg. Heidelberg gegen Oldenburg. Und wir starten mit den Oldenburgern in den gelben Trikots. Ballbewegung sehr gut bei Oldenburg. Schormann in die Arme von McGirl. Der Liupo Flassisi, das ist das Heidelberger Spiel. Hinten defensiv der Stop und dann der Fastbreak. Nimmt den nächsten gleich hinterher. Er will nicht fallen, aber Heidelberg extrem stark am offensiven Brett. Lassisi! Das ist ja mal ein guter Start hier in dieses Spiel. Wow! Dean Williams bringt in der Luft. Der ist so ein Wahnsinnsathlet, der Typ. Jetzt wird's Zeit, McGirl über Schormann, nächster Offensivrebound. Und dann einmal das Gepäck getestet. Carroll steht wieder besser, wird wieder nicht, was er für ein starker Shooter ist. McGirl, da kriegt er ihn wieder, Elias Nassisi. Aber Wiley im Offensivrebound wieder da. Gar nichts von draußen getroffen hat. Dreier hat liegen lassen. Der führt er dann aber im Ziel. Foster. Aber auf der anderen Seite. Zipser, guter Kickout. Ball läuft super. Würzner spielt sich sehr gut durch. Aber McGirl ist wieder da. Sie schaffen es nicht als Team kollektiv gut auszuboxen. Inakzeptabel. Für die EB Baskets natürlich die Heidelberger zu loben. Müssen jetzt draufrotzen und das macht er hier. Oldenburg damit wieder in Führung. Und Bennett Hund und Carroll. Oh, Akpakoko. Der ist dann zumindest defensiv aufräumt. Auch normales Foul gewesen, kein unsportliches. Es passt also alles. War das vierte Team-Foul der Heidelberger. Die haben keins mehr zu geben. Ah, sofort ins Eck auf Schormann, der wieder auf plus 6 stellt. Oh, Manning mit super Händen und dann jammt er den rein. Charles Manning Jr. hat da gerochen, was Bennett Hund vorhat. Oldenburger jetzt mit Russell und mit Williams. Zipser einen Moment zu weit weg. Manning Junior für drei. Kestelhof versucht so gut wie möglich dagegen zu halten offensiv. Aber das hier ist Manning Junior, der ihn dann nach dem Kickout wieder bekommt und versenkt. Kommt nur noch drauf an, mit welchem Endergebnis. Russell Chapman, der ihn nochmal reinlegt mit Kontakt. Kestelhof macht sie beide. Holt sich sogar nochmal den Ball. Paul Zipser. Carroll nochmal mit dem Putback. 2,7 sind es noch. Carroll nimmt den weiten. Der geht aber entsprechend weit daneben. Und damit haben wir einen Endstand. 92 zu 83.